Muss Hansas Trainer Wolfgang Wolf seinen Posten vielleicht schon bald freimachen? Diese große Frage schwebt über der Begegnung gegen Wiesbaden morgen. Denn als Tabellen-13. Ist der Club weit von dem Zielaufstieg entfernt, das am Saisonbeginn noch ausgegeben wurde. Und es gibt eine extra Brisanz in diesem Spiel. Es könnte nämlich zu einem wahren Trainerduell kommen. Sieht so einer aus, der sich freut? Nö. 7 Spiele, 8 Punkte, nicht unbedingt die Bilanz eines Aufstiegstrainers. Wolfgang Wolf will nach vorn, aber er landet zurzeit sportlich auf Grasnarbenniveau. Und hinten steht einer drin, der Spieltag für Spieltag was auf die Socken kriegt. Wütend, müde, kaputt, leer. Das ist so eine Mischung gerade aus allem zurzeit. Und ja, jetzt müssen wir erstmal sacken lassen und dann müssen wir einfach ganz nüchtern analysieren, woran es gelegen hat. Schnauze voll, das ist das Analyseergebnis der Vereinsleitung. Klar, dass das auch der Trainer mitkriegt. Mit Sicherheit ein besonderes Spiel. Wir müssen gewinnen, schon brennt hier der Baum noch mehr, wie er schon brennt. Ja, und wir müssen uns alle der Kritik stellen, ich besonders. Ja, und ich verschließe mich auch nicht der Kritik. Und ja, das ist momentan keine schöne Situation, das haben wir uns alle anders vorgestellt. Der Trainer? Auf Kippe. Und jetzt auch noch das besondere Spiel gegen den Ex. Peter Vollmann, einst unumstrittener Aufstiegsheld mit Hansa. Bis auch er 2011 seinen Hut nehmen muss. In seiner Spätphase bei Hansa erinnert Trainer Vollmann sehr an seinen Nachfolger, Wolf, der jetzt bei einer Niederlage gegen den Vorgänger gehen könnte. Pikant. Peter Vollmann war hier mal Trainer, das ist jetzt aber auch schon ein bisschen her. Natürlich freut man sich, ihn wiederzusehen, aber im Vordergrund steht doch, dass wir die 3 Punkte holen. Aber die Sache ist noch interessanter, denn Peter Vollmann steht selbst unter Druck. Auch sein Team Wehen soll aufsteigen, liegt aber hinter Hansa auf Platz 15. Ergebnis: Der eine Übungsleiter kann den anderen stürzen. Gladiatorenkampf um Trainerstühle. Noch Trainer Wolf, trocken zu seinen Aussichten, auch nach dem Sonnabendspiel noch in Rostock zu arbeiten. Da müssen sie andere fragen. Das wird man sehen. Wenn es ganz mies läuft für die Trainer, passiert am Ende das. Beide verlieren noch diese Woche ihren Job. Es steht viel auf dem Spiel am Sonnabend.